So, dann recht herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, die Pressekonferenz zum Europapokalspiel des SC Magdeburg gegen Maccabi Castro Tel Aviv. Endstand 42-24 vor 3.395 Zuschauern. Erfolgreichste Werfer auf Seiten der Gäste, 6 Tore durch Gil Pomeranz, der auch gleich hier bei der Pressekonferenz was zu sagen wird. Und Niff Levy mit 4 Toren sowie Novak Boskovic mit 4 Toren auf Seiten des SC Magdeburg heute. Jakob Beerstedt mit 9 Treffern, 8 Tore von Yves Grafenhorst, 5 Tore Finn Lemke. Soweit diese statistischen Werte. Wir begrüßen ganz recht herzlich den Trainer Tel Avivs, Dragan Djukic. Please, your statement to the game. Nothing so smart after a game like this. First, I want to congratulate to Benno and his team. They play seriously 60 minutes like they play in last 2-3 months. They are in very good shape, and I wish them to play in the final of this competition and to take once again to be historical year for Magdeburg. For us, I think we can play better, but on the beginning we were impressed by all the things around, and unfortunately we didn't play much more than in Tel Aviv. We try, we give our best, and now is just the time to say once again, very good game, and to wish them good luck. Okay, ich denke, war sehr einfach. Wir sind stolz darauf, dass sie hier spielen konnten. Und ja, was möchtest du? Ja, natürlich Glückwunsch zum SM für das tolle Spiel. Natürlich, das ist unser erstes Mal beim EHF-Pokal. Ja, leider, wir haben genau wie in Tel Aviv gespielt, nicht besser. Aber wir haben alles heute gegeben. Und ja, ich hoffe, dass diese Mannschaft wird besser spielen. Wie sind deine persönlichen Eindrücke? Wie bist du zufrieden mit deinem Spiel? Ich kann das nicht sagen, wenn verlieren wir beim 21 Tore. Aber wie meine Freunde heute, ich habe all mein Bestes gegeben. Und ja, 21 Tore, das ist ein bisschen traurig, aber so ist das. Gut, dann danke ich recht herzlich. Ja, Bennett, wie schätzt du das Spiel ein? Ja, hallo. First I have to say thank you, Dragan, for the compliments. Ich hoffe, Jill kann jetzt ein bisschen etwa übersetzen, dass Dragan das auch mitbekommt, dass respektvoll miteinander umgehen. Ich bin zufrieden mit der Leistung unserer Mannschaft, vor allen Dingen, wie sie dieses Spiel angenommen hat. Ich glaube, dass es zum Schluss etwas leichter aussieht, als es vielleicht ist. Wir sind sehr, sehr professionell in dieses Spiel gegangen, sehr professionell mit unserem Gegner umgegangen. Ich glaube, jeder hat relativ schnell mitbekommen, wie ernsthaft wir diese Partie angegangen sind und relativ schnell versucht haben, klar Schiff zu machen und nichts aufkommen zu lassen, dass wir unbedingt diese 2 Punkte brauchen, ja, um unser großes Ziel am Leben zu erhalten. Unser großes Ziel bleibt nach wie vor das Final Four Turnier in Göppingen. Und dass diese Konstellation zu diesem Final Four Turnier ist seit gestern Abend einfach schwerer geworden. Nach dem Iststand muss ich ganz einfach sagen, dass wir gerade die schwierigste Gruppe haben. Es gibt 3 Mannschaften, die um dieses Weiterkommen kämpfen. Und wir brauchten unbedingt diese Punkte. Und vielleicht, ich hoffe das nicht, aber vielleicht wird dieses Torverhältnis auch nochmal wichtig für uns sein. Ich hoffe das nicht. Worüber ich mich jetzt unglaublich freuen würde, wenn Magdeburg diese Brisanz in dieser Gruppe annimmt und wir am 25.03. gegen Köding eine Monsterkulisse stellen können, da wir diesen Sieg gegen Köding unbedingt benötigen, um unser genanntes Ziel zu erreichen. Danke für die heutige Unterstützung. Danke an Maccabi Tel Aviv. Wir wurden dort schon sehr, sehr gastfreundlich empfangen. Ich fand auch hier war das wieder ein fairer Umgang miteinander. Vielen Dank dafür. Und Jules, jetzt nehme ich trotzdem was auf. Shen hat mir gesagt, ihr wollt unbedingt ein Gruppenspiel gewinnen in dieser Gruppenphase. Bitte macht es gegen Tatabania. Wir würden uns sehr, sehr drüber freuen. Vielen Dank, kommt gut heim. Dankeschön. Ja, von SCM-Spielerseite Nemanja. Heute
ganze Menge durchgespielt. Ja, wie ist dein Eindruck vom Spiel? Was kannst du dazu sagen? Nimmst du ein Mikrofon? Ja. Natürlich, Glückwunsch für die ganze Mannschaft. Natürlich, wir haben gut gespielt heute. Wir wissen, dass es ist immer schwer gegen Tel Aviv. Wir müssen konzentriert bleiben, 100% jedes Spiel. Und was ist ganz wichtig für uns, wir haben zwei Punkte bekommen in diesem Spiel. Wir müssen weitergehen, jedes Spiel muss 100% sein und dann gucken nach vorne. Wir wissen, dass ist, jedes Spiel auch ist gefährlich in EHF-Pokal. Und auch, ich habe schon auch zu viel Spiel in der Bundesliga. Wir müssen konzentrieren bleiben und dann gucken nach vorne und viel besser machen, was wir muss können. Sehr gut, Nemanja, ja. 4 Tore hast du geworfen heute, waren mehr drin oder bist du mit dir selber zufrieden oder der ein oder andere Wurf ging drüber? Was ist ganz wichtig, wie Mannschaft heute, das ist ganz wichtig für uns, aber oder 4 oder 5 oder 3 Tore, das ist nicht so wichtig für mich, das ist, dieser Sieg ist ganz wichtig und natürlich. Wir müssen weitergehen. Dankeschön, Nemanja. Gibt es Fragen von den anwesenden Medienvertretern an die Spieler? Ist momentan nicht so interessant. Vielleicht nochmal von Bennett einen kurzen Ausblick. Nächste Woche treffen sich die Nationalspieler. Wer wird alles unterwegs sein? Von uns sind 3 Spieler unterwegs. Das sind 2 deutsche Nationalspieler. Wir stellen Matthias Musche und Finn Lemke für die deutsche Mannschaft und Daniel Pettersson für die schwedische Mannschaft zum Tag des Handballs. Ja, gut, dass ich nicht glücklich damit bin, muss ich, glaube ich, kein Geheimnis mitmachen. Ich muss mich so ein bisschen zurückhalten mit dem, was ich sage. Da die Wertschätzung des Tag des Handballs wahrscheinlich nicht die gleiche ist, wenn 2 Mannschaften keine Spieler stellen müssen und wir Spieler stellen. Wir stellen gerne Spieler, nicht falsch verstehen. Wir haben gerne Nationalspieler und wir machen gerne Werbung für den SC Magdeburg. Ja, aber wir spielen am Mittwoch gegen Flensburg-Handewitt, die sich jetzt 1,5 Wochen auf uns vorbereiten können, keinen Spieler stellen und wir spielen 3. Ich bin immer Fan für gleiches Recht für alle. Trotzdem denke ich, das sollte eher Motivation für uns sein, als irgendwelche Energie mit was anderem zu verschwenden. Gibt schon die ersten Blicke dann gegen Flensburg, die ja dann am 22. hierher kommen? Die Jungs können das noch ein bisschen auf sich beruhen lassen. Ich bin natürlich dabei, das Material auszuwerten, zu analysieren, die Videovorbereitung vorzubereiten. Habe jetzt aber auch ein bisschen länger Zeit als gewohnt. Es ist auch mal ganz angenehm, mal nicht der Zeit hinterher zu laufen. Gut, dann danke ich euch herzlich. Wünsche euch eine angenehme Heimreise, noch einen guten Aufenthalt hier in Deutschland. Bis zum nächsten Mal. Hoffentlich sehen wir uns mal wieder irgendwann im Europapokal. Thank you. Nice journey to Israel. Dankeschön, recht herzlich. Und wir sehen uns wieder, wie gesagt, am 22. in 1,5 Wochen gegen Flensburg hier in der GTK Arena. Bis dahin.